Willkommen zurück zum Thema Licht in die Dunkelheit der Pornografieabhängigkeit zu bringen. Licht in dein Leben zu lassen klingt vielleicht super, kann aber ganz schön anstrengend sein. Kennst du das, wenn du dich endlich aufraffst und einen lange vernachlässigten Abstellraum endlich entrümpeln willst? Da kommen so manche Dinge zum Vorschein, die man nicht unbedingt finden wollte oder selber überrascht ist, was es da zu sehen gibt. Hast du Licht in dein Pornoproblem gelassen und bist jetzt gar nicht begeistert, was dabei zum Vorschein kam? Hast du ein paar unschöne Gewohnheiten an dir entdeckt? Katastrophale Gedankenmuster oder Lügen, denen du auf den Leim über viele Jahre gegangen bist? Licht hereinzulassen heißt nämlich auch, der Wahrheit zu glauben und unter die Welt der Lügen rund um Pornografie einen Schlussstrich zu ziehen. Lass dich nicht von der Pornoindustrie aufklären. Entdecke Sexualität für dich selber. Entdecke Sexualität für das, was es wirklich ist. Das Licht einzuschalten bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um seine Werte und Einstellungen unter der Lupe zu nehmen und zu überprüfen. Dabei hilft es zum Beispiel, gute Bücher zum Thema rund um Sexualität zu lesen. Ich denke hier an das Buch, das ich auch empfehle, Mein Weg zur Heilung von Mike Genang, das schon sehr vielen Menschen geholfen hat, herauszukommen. Licht hereinzulassen heißt, wieder Hoffnung zu schöpfen, dass dir der Ausstieg gelingen wird und du keine Angst zu haben brauchst, wieder zu fallen. Wir haben mit so vielen Menschen zu tun, die durch den Pornokonsum kaum noch Liebe erfahren und kein erfülltes Leben führen. Entdecke wieder die echte Liebe und was? Ja, und mach dich auf diese Suche nach diesem Leben, nach diesem Licht, nach diesem, was Sexualität eigentlich ist. In Johannes Kapitel 3 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Weiters heißt es, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Ja, jeder, der Böses tut, hasst das Licht, ja, und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten hier nicht aufgedeckt werden. Und jetzt kommt es. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wir werden hier aufgefordert, Wahrheit zu tun, also mit unseren Taten ans Licht zu kommen. Wir werden dazu aufgefordert. Nur dann kann Veränderung geschehen und Heilung beginnen. Licht in dein Leben zu lassen, heißt auch, mit dir selbst ehrlich zu sein, aufzuhören, dich zu belügen. Du kannst nicht perfekt sein, ja, das weiß ich. Du kannst aber anfangen, im Licht zu wandeln, indem du kleine Schritte gehst und diese im Licht gehst, im Licht Gottes. Komm heraus aus deinem Versteck und bring die Dinge ans Licht. Wenn du aus deiner Dunkelheit heraus möchtest, dann schreib mir einfach. Lass ein Like da, auch hier im Video, und bleib dran, um die nächsten Schritte zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss.